und herzlich willkommen zu einem weiteren Video in meiner YouTube-Serie zu Bitcoins bzw. Wallets und alles, was mit Kryptowährungen zu tun hat. In meinem heutigen Video möchte ich euch die App Jax vorstellen. Die gibt es sowohl als Handy-App als auch als Desktop-App, wie ihr sehen könnt. Und ich fange zunächst erst einmal an mit der Handy-App und erkläre euch, wie diese funktioniert. Aber das erst zunächst nach meinem Disclaimer natürlich. Wir sehen uns gleich nach der Bekanntgabe bzw. nach dem Vorlesen des Disclaimers durch meine nette Sekretärin. Einkommensdisclaimer. Alle Gewinn- und Einkommensbeispiele, die auf dieser Website gezeigt werden, sind nur Schätzungen, was du wahrscheinlich verdienen wirst. Der Erfolg oder Misserfolg hängt auch immer vom eigenen Engagement ab. Gewinnbeteiligungen sind von der Geschäftsentwicklung abhängig und können nicht garantiert werden. Risikohinweis: Wie jedes Unternehmen unterliegt auch das vorgestellte Unternehmen den unternehmerischen und wirtschaftlichen Risiken. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann daher nicht ausgeschlossen werden und es können auch keine Gewinnbeteiligungen garantiert werden. Du solltest daher unbedingt nur Gelder einsetzen, deren eventuellen Verlust du dir auch leisten kannst. Hallo und herzlich willkommen zurück bei meinem Video zu Jax. Danke an meine nette Sekretärin für das Vorlesen des Disclaimers. Heute geht es also um die App Jax. Und wie ihr sehen könnt, es gibt mehrere Versionen von Jax für alle möglichen Geräte. Es gibt die für Android, Mobile und Tablet, für iOS, Mobile, Tablet. Als Desktop-Version für den Mac, als Extension für den Chrome-Browser, für den Firefox-Browser. Es gibt es als Desktop-Version für Windows, für Linux sogar und es kommt sogar noch ein Hardware-Wallet dazu. Ich möchte euch heute die App vorstellen für den Mac und natürlich die kurz ansprechen, die App für das Handy, also in meinem Falle für das iPhone 7 Plus. Ich habe das hier auf meinem iPhone 7 Plus drauf und ich möchte euch die kurz vorstellen. Und das gleiche mache ich dann auch mit der Handy, mit der Desktop-App und erkläre euch kurz, wie das Ganze funktioniert. Also wie ihr sehen könnt, gibt es die App für das Smartphone, für das iOS-Betriebssystem. Und wenn ihr hier oben schon mal sehen könnt, könnt ihr hier oben verschiedene Coins auswählen bzw. verschiedene Coins speichern auf diesem Wallet. Also da gibt es hier Litecoins, dann gibt es Wrap, dann gibt es Ethereum Classic, Ethereum und natürlich Bitcoins. Und ganz zum Schluss gibt es auch noch den Zcash Coin. Und was ihr machen müsst, um diese Coins hier zu sammeln bzw. zu speichern, ist ganz einfach. Entweder ihr könnt euch über diese Receive-Adresse, zum Beispiel wenn ihr auf verschiedenen Bitcoin-Börsen mit Coins handelt, zum Beispiel mit Zcash-Coins, könnt ihr diese euch auf dieses Wallet speichern. Ihr müsst dann also die Adresse nur angeben von dem Wallet und dann könnt ihr die von eurem Exchanger, also Beispiel Poloniex oder zum Beispiel Bittrex, über die Withdraw-Funktion auf euer Wallet speichern. Und dann könnt ihr diese sogar untereinander tauschen hier. Und zwar klickt ihr dann hier einfach auf diese Funktion, indem ihr geht, ich möchte tauschen zum Beispiel Zcash Coins in Bitcoins. Dann gebt ihr einfach hier oben diese hier in Amount den Wert ein, zum Beispiel als Beispiel 0,05 und dann könnt ihr diese Zcash Coins in Bitcoins umtauschen. Alles was ihr machen müsst, dann ist hier auf diesen Shift drücken, allerdings kann ich das jetzt nicht machen, weil ich nämlich keine Zcash auf meine Wallet habe. Aber so könnt ihr das machen, das ist relativ einfach, wie gesagt. Ihr könnt es auch tauschen in Ethereum Classic zum Beispiel. Oder ihr könnt Zcash in Dash tauschen.
Oder ihr könnt das genau umgekehrt machen. Ihr könnt dann zum Beispiel auch Bitcoins in eine andere, in einer anderen Coin tauschen. Zum Beispiel, wenn ihr hier eingebt, zum Beispiel, ihr wollt die Bitcoins in Dash tauschen oder halt in Augur oder eben den Coin, den ihr gerade möchtet, weil vielleicht der Coin gerade gestiegen ist. So könnt ihr euch hier auswählen, wie ihr das tauschen könnt oder wollt. Das ist relativ einfach gemacht und ich finde das super klasse, dieses Wallet, denn es ist hier auch möglich, einen privaten Key zu erstellen. Ihr seht das hier. Hier könnt ihr euch alle eure Private Keys auflisten lassen. Das ist wichtig für die Sicherheit. Und dann seht ihr hier, wenn ihr zum Beispiel auf euren Bitcoin Key geht, wird hier euer privater Key geladen. Hier könnt ihr sehen, ne? Public Key, Private Key. Das ist für die Sicherheit nochmal sehr wichtig bei Coins. Ihr könnt euch also eure Private Keys für alle möglichen Coins, die auf diesem Wallet sind, anzeigen lassen. Was gibt es noch in der App zu machen? Was kann man noch mit der App machen? Also ihr habt hier die Möglichkeit, einen PIN einzustellen. Ihr könnt den Cash zurücksetzen lassen. Hier, das ist für die Übertragung der Coins sehr wichtig, wenn ihr also wenn ihr die Coins versendet oder erhaltet, könnt ihr hier einstellen, ob das langsam, normal oder schnell gehen soll. Entsprechend sind dann dadurch die Gebühren höher. Ne? Und ihr seht dann hier, wie die Konfirmationen sind, also wie lange das dauert, bis die ganzen Bestätigungen dann durch sind. Das ist ganz hilfreich. Ich habe das ja trotzdem auf normal gelassen. Ich mache mir jetzt keinen Stress wegen den Überweisungen, wenn die mal ein bisschen länger dauern, ist alles okay. Hier gibt es ja noch die Möglichkeit einzustellen, welche Coins ihr angezeigt haben möchtet, welche Fiat Currencies ihr haben möchtet, also mit denen ihr arbeitet. Ich habe hier Euro eingestellt, damit ich immer auf dem Laufenden mit dem Euro-Kurs bin. Da wir ja in Europa leben, habe ich mir angewöhnt, alles in Euro zu machen. Wenn es möglich ist, natürlich. So, das ist eine kurze Erklärung über die Jax App von auf dem iPhone 7 Plus. Und jetzt zeige ich euch kurz die genau die gleiche App auf dem Desktop. Und zwar ist das die hier. Das ist genau die gleiche. Und ihr seht auch hier, ich habe hier die genau die gleichen Transaktionen in der History. Das ist nämlich synchron mit meiner App. Das muss man sich natürlich einstellen, indem man das auf indem man das einstellt. Am Anfang, wenn man nämlich das Wallet eröffnet, wenn man das runterlädt, muss man ja kann man ein Backup machen, und das macht man über die E-Mail-Adresse zum Beispiel oder über die 12 Fragen oder 12 Wörter Abfrage, und dann wird automatisch dein Wallet von deinem Handy synchronisiert mit deinem Desktop-Wallet. Ich finde das eine tolle Sache. So kann man auch auf dem Desktop-Rechner das Wallet benutzen, und so hat man das immer synchron. Finde ich eine super Sache, und ebenfalls kann man natürlich auch hier tauschen mit anderen Coins. Wie ihr sehen könnt, ihr könnt euch dann hier aussuchen, welche Coins ihr tauschen möchtet, in was ihr das tauschen möchtet zum Beispiel, oder Bitcoin zum Beispiel Ethereum Classic oder Bitcoin in Ethereum Normal, oder ihr sagt, okay, ich will eigentlich Ethereum in Bitcoins umwandeln, dann geht ihr einfach auf Ethereum hier, geht dann wieder auf dieses Shift-Zeichen, und wenn das dann fertig ist, hier könnt ihr dann diese Ethereums tauschen in Bitcoins. Ihr müsst also hier oben draufklicken, und dann seht ihr hier, tragt ihr einfach euren Betrag ein, den ihr tauschen möchtet, und wenn ihr auf Max klickt, könnt ihr automatisch den maximalen Betrag, den ihr in eurem Wallet habt, eintragen lassen, und dann könnt ihr euch aussuchen wieder über diese Auswahlmöglichkeit, in was ihr das tauschen möchtet. Ja, das ist super einfach gemacht hier, muss ich sagen. Und ihr seht, ihr könnt sogar in Golem tauschen, und eine super Sache finde ich, dieses Wallet hier.
Golem Coins. Und die könnt ihr dann ebenfalls tauschen in verschiedene andere Währungen, also in Bitcoin zum Beispiel oder in Augur, je nachdem. Also ihr könnt sozusagen eure Coins, die ihr drin liegen habt, auch in jeder x-beliebige andere Währung tauschen, Kryptowährung. Finde ich eine super Sache. Ja, und das war es eigentlich schon zu dem kurzen Video hier. Wenn ich euch kurz erklären kann, wie ihr zum Beispiel Bitcoin sendet, ist eigentlich relativ einfach. Das kennt ihr eigentlich. Jeder, der ein Wallet benutzt, kann das über Send und Receive machen. Also wenn ihr Coins woanders hin senden wollt, zum Beispiel auf euren Exchanger, wo ihr zum Beispiel dann traden wollt mit Coins, geht ihr einfach auf Send hier, gebt die Adresse, also die Empfangsadresse des, zum Beispiel bei Poloniex. Da müsst ihr dann bei Poloniex auf Deposit gehen. Ihr bekommt dann die Adresse angezeigt und die kopiert ihr dann, tragt ihr ein und hier gebt ihr dann den Amount an Bitcoins ein, den ihr dahin überweisen wollt. Genauso umgekehrt ist es bei Receive, wenn ihr Withdraw macht, zum Beispiel von Poloniex, geht ihr auf Poloniex auf Withdraw, kopiert dann die Adresse und diese hier und tragt die dann einfach bei Poloniex ein und dann werden die hier aufgefüllt sozusagen. Das ist schon alles zu dem Jax Wallet. Ist sehr, sehr übersichtlich, muss ich sagen. Ich bin echt begeistert von dem Teil. Und ja, einfach zur Hand haben. Das Beste an dem Teil natürlich ist, wie gesagt, dass es in verschiedenen Versionen verfügbar ist. Wie gesagt, schon am Anfang in Desktop-Version für Computer, für alle möglichen Computerbetriebssysteme, Windows, Mac, Linux und natürlich für sämtliche Smartphones, Tablets. Und das Ganze dann natürlich synchron ist natürlich eine super Sache. Deswegen kann ich euch das auf jeden Fall weiterführen und natürlich noch die zusätzlichen Sicherheitseinstellungen über die Private Keys, dass die auch da sind. Hier finde ich eine super Sache deswegen. Denn ihr habt dann euer Geld immer privat für euch und es wird sicher aufbewahrt auf eurem Computer oder auf eurer Handy-App, aber ihr müsst natürlich daran denken, dass ihr diese 12 Wörterabfrage sicher aufbewahrt auf einem Blatt Papier meinetwegen oder in einer Datei auf einem externen Speicherblatt zum Beispiel, auf einer externen Festplatte zum Beispiel oder einfach auf ein Stück Papier schreiben und das dann so sicher aufbewahrt, dass ihr das dann auch jederzeit wiederherstellen könnt auf irgendeinem anderen Rechner, den ihr dann zum Beispiel neu einrichtet, falls ihr euch einen neuen Computer kauft. Deswegen ist da nochmal zu sagen, ganz, ganz wichtig, diese E-Mail-Adresse müsst ihr euch merken, mit dem ihr euch anmeldet bei Jax und natürlich diese 12-Wörter-Abfrage ist ganz wichtig, um alles wieder sauber herzustellen. Ja, das war's schon zu dem Programm Jax. Ich hoffe, ich konnte euch damit einen weiteren Tipp geben, wie ihr eure Bitcoins bzw. Altcoins speichern könnt. Und gerade, dass Jax viele Coins hier speichern kann, finde ich eine super Sache, dass man hier auch mehr als Bitcoins speichern kann. Deswegen möchte ich euch dieses Wallet, wie gesagt, empfehlen. Zusätzlich zu meinem Exodus, was ich hier unten habe noch. Aber es ist ja immer gut, wenn man mehrere Wallets hat, um seine Coins an mehreren Stellen aufzubauen. Man hat ja meistens noch mehrere Bankkonten. Deswegen ist es eine hilfreiche Sache, weil man mehrere Wallets hat und diese dann auf verschiedenen Wallets speichern kann, seine Bitcoins, seine Altcoins, um auf der sicheren Seite zu sein. So, das war's schon. In diesem Sinne möchte ich mich bei euch verabschieden. Ich freue mich, dass ihr zugeschaut habt. Ich würde mich wieder über Kommentare freuen. Ich würde mich über Fragen freuen. Wenn ihr Fragen dazu habt, könnt ihr sie mir natürlich in den Kommentaren stellen. Ich würde mich freuen, wenn ihr meinen Kanal natürlich wieder abonniert und ihr auch weiterhin meine Videos schaut. In diesem Sinne, ciao, ciao, euer Andi.